Ich habe innerhalb von 2 Tagen hier in den USA ein Mehrfamilienhaus gekauft. Wie dieser gesamte Prozess aussah, von der Besichtigung über das Angebotsschreiben bis zum Kaufvertrag und was jetzt die nächsten Schritte sind, wie das Ganze weitergeht. Genau darum geht es in diesem Video. Let's get into it! Der Lucas Show Episode 9. In dieser Episode zeige ich euch, wie wir ein Haus gefunden haben, ein Angebot gemacht haben, was der Inhalt dieses Angebotes ist und nach Annahme des Angebotes, was die Folgeprozesse sind. Und darum geht's. Ein Mehrfamilienhaus, 3 Parteien, Baujahr 1923 in der Gegend Drexel Hill. Drexel Hill, Vorort von Philadelphia, da hatte ich auch schon in vorhergehenden Videos drüber gesprochen. Das ist die Area, in der wir investieren, weil für mich sind das 30 Minuten und ich bin vor Ort. Also ich bin eher so der On-Site-Investor und nicht irgendwie remote ganz weit weg, wo ich stundenlang hinfahre. Der Deal kam durch die Maklerin. Ich zeige euch in diesem Video den Prozess von der Hausbesichtigung über die Angebotsabgabe bis hin zur Angebotsannahme und die nächsten weiteren Schritte. Das ist ein spannender Prozess, der innerhalb der nächsten 30 Tage ablaufen wird. Warum, wieso, weshalb? Das schauen wir uns jetzt genau an. Zum Punkt 1, Hausbesichtigung. Was ich natürlich als Investor vor einer Hausbesichtigung mache, ist meine Due Diligence, also meine Hausaufgaben. Wo liegt das überhaupt? Was ist das für eine Gegend? Was ist das für eine Mieterstruktur? Was sind die Kerndaten von diesem Objekt? Also Heizung, Größe, wie viele Apartments sind da drin? In dem Fall ist es ein 3-Apartment-Haus. Welche Miete kann ich erzielen für dieses Objekt in dieser Gegend? Muss ich Eigenkapital mitbringen? Wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen? Mache ich eine Bankfinanzierung? Mache ich keine? Das sind meine Hausaufgaben als Investor. Und nachdem ich mir die Zahlen angeschaut habe und die möglichen Mieteinnahmen in dieser Gegend, habe ich meine Maklerin Bescheid gegeben und habe gesagt, ja, ich möchte dieses Haus unbedingt sehen, organisiere mir einen Termin. Der Verkäufer hat das Haus zur Besichtigung erst ab einem gewissen Zeitpunkt freigegeben, weil es ja noch bewohnt ist, sind 3 bewohnte Einheiten. Nachdem meine Zahlen und meine Hausaufgaben zu dem Ergebnis kamen, das ist ein Objekt, das interessant und spannend ist, hat meine Maklerin einen Termin vereinbart. Wir sind in das Haus rein, 3 Apartments, wie schon eingangs erwähnt, hervorragend, original Holzfußboden, hohe Decken, ein bisschen Renovierungsstau, aber nichts kaputt, nichts gravierend. Trockener Keller, Garage, Fenster relativ neu, hat keine Klimaanlage und eine alte Ölheizung mehr, wobei eine alte Ölheizung, also es ist halt Öl, aber das ist ja nicht so unüblich. Öl ist hier recht günstig. Wir sind aus dem Haus wieder raus und ich habe meiner Maklerin gesagt, Angebot abgeben. Was gehört zum Angebot abgeben dazu? Ganz klar der Kaufpreis. Und was man bei Abgabe des Angebotes gleich mitdefiniert, ist der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, also das Settlement Date oder Closing Date, an dem man notariell beglaubigt, dass dieses Haus einem gehört. Das macht man direkt mit der Abgabe des Angebotes. Ein weiterer Punkt in einem Angebot ist eine Anzahlung. Also es gibt viele Leute, die machen Angebote und schreiben keine Anzahlung rein oder wollen keine Anzahlung leisten, weil sie Angst haben, dass jemand damit ausreißt. Aber im Endeffekt führt es nur dazu, dass die Verkäufer glauben, dass man als Käufer nicht ernst zu nehmen ist, weil man selber nichts riskiert, kein Geld hinlegt und nur vom Verkäufer erwartet, dass er das Objekt vom Markt nimmt, weil es dann under contract ist. Und under contract ist nicht mehr am Markt, sondern in der Zeit arbeitet der Verkäufer mit einem Käufer zusammen, mit einem potenziellen Käufer, um das Haus zu verkaufen. Wenn man jetzt also Angebote macht und keine Anzahlung macht, dann wirkt das relativ unseriös. Deswegen vereinbart man im Normalverein bis 3, 4, 5%, je nachdem, gibt es auch höhere Varianten, wie viel Cash man direkt mit hinlegt. Das heißt, der Verkäufer hat die Möglichkeit, nach Unterschrift des Angebotes direkt innerhalb von 3, 4, 5 Tagen Geld zu bekommen, beziehungsweise das kann man dann als Treuhänder zum Broker geben oder zum Makler oder zur Bank geben. Das heißt, die Anzahlung ist auch mit geregelt. Eine Sonderzahlung kann man auch mitmachen, wo man sagt, okay, wir legen dir das direkt Cash hin, lieber Verkäufer. Es kann ja der Fall sein, dass der Verkäufer direkt Geld braucht. Und dann kann man sagen, okay, ich erlöse dich von deinem Schmerz, ich gebe dir direkt Geld, Taschengeld, du kannst deine dringendsten Schulden tilgen und wir sind aber beide eingeloggt und wir arbeiten weiter an diesem Deal und wollen zu einem Abschluss kommen. Der Termin für dieses Angebot ist zeitlich begrenzt. Also das war Absicht von uns. Man kann sagen, okay, lieber Verkäufer, ich lasse dir eine Woche Zeit, denk halt drüber nach. Das ist meine Angebotszahl, lass dir Zeit. Und in dem Fall war das so, Samstag war der Besichtigungstermin. Das Angebot wurde auch am Samstag mit abgegeben und Gültigkeit war bis Sonntagabend. Take it or leave it. Die Liste der im Haus enthaltenen Objekte, die man mitkauft, ist auch Bestandteil des Angebotes. Hier in den USA ist es unüblich, dass Mieter ihre Waschmaschine oder Trockner mitbringen, sondern die sind meistens dann im Haus vorhanden. Also es muss eine Liste kommen, was für Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Spülmaschinen und so weiter. Also eine Liste aller Geräte, alles mobile in dem Haus,
was man kauft, wird im Angebot mit aufgeführt, dass beide Seiten sich darüber im Klaren sind, was man mitkauft. Was auch im Angebot enthalten ist, sind die vom Käufer hinterlegten Kreditdetails. Also in dem Fall, wir gehen mit einer Bank da rein und machen eine Finanzierung, weil der Hebel ist natürlich ganz klar. Und diese Details sind auch im Angebot enthalten. Also wie viel Eigenkapital bringt man mit? Welchen Zins kriegt man? Welche Bank nutzt man? Diese Information ist nicht primär für den Verkäufer wichtig, aber für den Verkäufer wichtig ist, dass man eine Bankfinanzierung hat. Weil anhand dieser Bankfinanzierung könnte auch der gesamte Kaufvertrag scheitern, wenn die Bank zum Beispiel sagt, nein. Aber auf die Exit-Kriterien aus einem Angebot gehe ich nachher noch ein. Ein wichtiger Punkt im Angebot sind die Inspektionen. Also man kann als Käufer hinterlegen, welche Inspektionen man am Haus machen möchte. Hat das Haus einen Riss im Fundament, dann will ich natürlich einen Structural Engineer, also einen Statiker in diesem Haus haben, der mir sagt, das passt oder das passt nicht oder es kostet so und so viel, das zu reparieren. Ist Holz verbaut in dem Haus? Das ist in den meisten Häusern hier so. Dann möchte ich auf jeden Fall eine Holzinspektion, also da wird nach Termiten geschaut. Die normale Hausinspektion möchte ich natürlich auch. Das heißt, da geht der Inspektor, der Gutachter geht durch, prüft jeden Lichtschalter, prüft jedes Fenster, ob das schließt, ob da Risse sind oder was auch immer. Also das ist der normale Report. On top kommen noch Sachen wie Radon. Das ist auch eine Inspektion, die wichtig ist. Wenn Radon als Gas aus dem Boden ausströmt und Grenzwert überschreitet, dann ist es als Vermieter immer gut, dass man sagt, okay, wir haben das gemessen, wir haben das analysiert und das sind so unsere Gegenmaßnahmen, falls da eine zu hohe Konzentration ist. Da kann man so eine Absaugeinrichtung einbauen und ähnliches. Das sind nur Beispiele von Inspektionen, die man auswählen kann. Also es gibt noch jede Menge mehr und das kommt halt auf das Objekt an, aber im Standard enthalten ist meistens nur die normale Hausinspektion, Termiteninspektion und eine Radonanalyse vom Haus. Wenn euch solche Themen gefallen, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir in den Kommentaren, was ich besser machen kann, was ihr noch mehr wissen wollt, wo ihr mehr Details haben wollt. Lasst mich einfach wissen, gebt mir Feedback dazu. Das Ergebnis der Inspektionen, die auch teils recht teuer sind, ist ein Report oder eben mehrere Reports. Und wie man mit diesen Reports umgeht, das wird auch mit im Angebot festgeschrieben. Also wer bekommt den Report? Käufer und Verkäufer bekommen den in den meisten Fällen. Wann bekommen die den? Also 1, 2, 3 Tage nach der Inspektion müssen alle Seiten auf demselben Informationsstand sein. Und der Inhalt dieser Reports sind dann natürlich Sachen, die der Gutachter gefunden hat. Also ich habe noch keinen Gutachten gefunden oder noch keine Inspektion gemacht, wo ein Gutachter nichts gefunden hat. Jedes Finding kann man dann da auflisten und kann sagen, das ist mir so und so viel wert. Und dann kann der Verkäufer sagen, da kümmere ich mich drum oder das erlasse ich dir oder darüber rede ich nicht mehr mit dir. So, und genau an dem Punkt hat man dann eben auch ein Ausstiegskriterium erreicht, wenn man sich zum Beispiel über gewisse Punkte in diesen Reports oder in diesen Findings der Reports nicht einig werden kann. Beispiel, man sagt, okay, ich möchte, dass du es reparierst und der Verkäufer sagt, aber ich repariere es nicht. Okay, ich möchte, dass es mir wenigstens erlässt und sagt der Verkäufer, mache ich nicht. Pattsituation. Und genau in dieser Pattsituation, wenn es jetzt zum Beispiel übermäßige Kosten wären, die ich jetzt nicht mehr tragen könnte als Käufer, steige ich hier an diesem Prozess aus, kriege meine Anzahlung im vollen Umfang zurück und der Aufwand, den ich hatte, sind meine Gutachter und der Aufwand, den der Verkäufer hatte, ist die verlorene Zeit, wo das Haus nicht am Markt war. Aber natürlich, wenn beide Seiten einen Deal erreichen wollen, findet man auch bei diesen Einzelpositionen immer ein Ergebnis. Das war die Erfahrung bisher und ich hoffe mal, das wird auch bei diesem Haus so sein. Die Inspektion bei diesem Haus ist jetzt anberaumt in ein paar Tagen. Die werde ich natürlich wie immer begleiten. Also das heißt, ich gehe mit dem Gutachter mit, mache mir Notizen, stelle ihm Fragen. Ich bezahle den Mann sowieso. Also kann ich auch mitlaufen und von seinem Wissen profitieren. Aber ja, danach glüht mir eigentlich immer der Kopf, weil das dauert ein paar Stunden bei diesem Haus. Und so viel Information, so viel Input, das ist schon überwältigend. Die Jungs sind echt gut. Wie bereits erwähnt, werde ich mir nach dem Gutachten nicht einig. Über die einzelnen Punkte, über die Behebung der Probleme zum Beispiel, kann ich aussteigen. Bekomme ich keine Finanzierung der Bank, weil die Bank sagt, der Kaufpreis ist zu hoch, kriegst du nicht. Dann kann ich aus dem Vertrag aussteigen. Und diese Kriterien und genau dieser Prozess ist so, wie er abläuft in dem Angebot, was man an einen Verkäufer macht, schon definiert. Das heißt, Zug um Zug ist immer jemand dran, der was zu tun hat, der eine Frist einzuhalten hat und wenn diese Frist nicht eingehalten wird oder jemand sagt, er möchte aussteigen, steigen beide Seiten aus, gehen ihre Wege und der Käufer kriegt seine Anzahlung zurück in den meisten Fällen. Wie sieht so ein Angebot eigentlich aus? Hier sehen wir eine Vorlage, 14 Seiten PDF und das in diesem Fall für Pennsylvania, den Bundesstaat Pennsylvania, von der Maklervereinigung für Pennsylvania erstellt. Und wie gesagt, 14 Seiten, das Ganze papierlos. Die Felder, die hier zu sehen sind, die leeren Felder, die alle unterstrichen sind, werden mit Fristen gefüllt, wenn nicht gerade Standardfristen greifen, je nachdem, was man möchte. Und last but not least wird das Ganze elektronisch signiert. Das heißt, man unterschreibt elektronisch. Und man schickt dann genau dieses Angebot in dieser Form an den Verkäufer bzw. an den Makler des Verkäufers
und der kann dann das Angebot elektronisch signieren und somit auch annehmen. Und das ist hier in diesem Fall auch genauso erfolgt. Haben dieses erzeugte PDF unterschrieben, haben es dem Verkäufer geschickt und der Verkäufer hat es akzeptiert. Der Prozess von der Besichtigung über das Angebot bis hin zur Angebotsannahme hat genau 2 Tage gedauert. Jetzt tickt die Uhr, jetzt laufen die Fristen los. Das Erste, was gemacht werden muss, ist, es muss von der Bank ein zertifizierter Scheck geholt werden. Ja, ein Papierscheck. Das ist kein Witz. Und dieser Papierscheck muss bei dem Makler des Verkäufers hinterlegt werden. Also auf der einen Seite haben wir elektronische Prozesse, wie zum Beispiel signieren und was auch immer, aber auf der anderen Seite braucht es einen Papierscheck. Sei es drum. Der zweite Punkt sind die Banken. Also das heißt, die Bank muss jetzt loslegen. Sie kriegt dieses Angebot oder das unterschriebene Angebot, das Agreement of Sale. Und das ist die Grundlage. Da fängt die Bank jetzt an zu rechnen und sagt, okay, wir können die Finanzierung machen. Folgende Modalitäten schlagen wir dir vor. Und dann sagt die, okay, wir brauchen von dir so und so viel Eigenkapital. Aber das Thema Eigenkapital, das ist nochmal ein anderes Video. Es ist viel zu tun und es ist jetzt ein spannender Prozess gestartet und ich nehme euch mit auf jeden dieser Prozessschritte. Last but not least bleibt noch zu klären, wer oder was ist Charlie Harper? Charlie Harper, ja, ist bei 2½ Men Charlie Sheen, aber in diesem Fall ist es der Projektname für das Haus. Warum? Wir sind aktuell mitten in den Verhandlungen, deswegen kann ich hier auch leider weder die Adresse noch die genauen Zahlen zum Haus bekannt geben, weil kann sich ja auch noch ändern. Und deswegen Projektname intern Charlie Harper und die nächsten 30 Tage werden wir sehen, ob wir mit Charlie Harper zurechtkommen oder nicht. Bleibt spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn euch solche Themen interessieren, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was genau ihr noch wissen möchtet, beziehungsweise welche Themen euch noch mehr interessieren in diesem gesamten US-Immobilienmarkt. Wow, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Respekt, vielen Dank dafür. Eure Aufmerksamkeit ist mir wichtig. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge und ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, wie es mit Charlie Harper und uns weitergeht. Dankeschön, bis dahin. We'll be right back.